Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend im Buddha-Haus. Wir haben schon seit einigen Wochen die Lehrrede "Ohne Übung kein Fortschritt" durchgenommen. Und einige von Ihnen haben wir vielleicht noch nicht mitgemacht, die anderen schon. Wir sind beim 10. Teil angelangt. Und zwar handelt sich der 10. Teil handelt um die Meditation. Der Buddha hat sehr viele Gleichnisse gegeben, wie das aussieht, wenn man sich nicht übt, dass man da keinen Fortschritt macht. Eins davon ist, wie bei einem an einen Pfosten angebundenen Seeboot, nachdem es 6 Monate lang im Wasser umhergefahren und dann im Winter ans Land gezogen wurde, die durch Wind und Sonne geschwächten, dem Monsunregen ausgesetzten Stricke leicht mürbe werden und abfaulen, ebenso auch lösen sich bei dem Menschen, der Geistesschulung pflegt, ganz ohne Mühe die Fesseln und Faulen ab. Nun muss man dabei natürlich bedenken, dass Geistesschulung nicht ohne Mühe ist. Geistesschulung ist Mühe. Aber wenn man sich einmal dazu aufgerafft hat, dann wird es immer einfacher, weil es Gewohnheit wird. Es wird genauso Gewohnheit, wie man gewohnheitsmäßig ohne Geistesschulung lebt. Und Geistesschulung, wie der Buddha sie benutzt, das Wort, bedeutet nicht, dass man was Neues lernt. Bedeutet auch nicht, dass man einen Fortbildungskurs macht. Und es bedeutet auf keinen Fall, dass man noch mehr Bücher liest. Es bedeutet, dass man erstens einmal Achtsamkeit übt, auf sich selber aufpasst, dass man meditiert und daher den Geist konzentriert und eines Tages andere Bewusstseinsebenen erlebt und aus diesen Bewusstseinsebenen Erkenntnisse zieht. Das ist Geistesschulung. Alles andere, was man sonst vielleicht darunter verstehen würde, hat mit dem Fortschritt auf dem spirituellen Weg nichts zu tun. Der Buddha war nur daran interessiert, dass wir uns spirituell fortbilden. Er war nicht daran interessiert, dass wir noch mehr Informationen aufnehmen. Im Gegenteil, je mehr Informationen wir schon mit uns rumtragen, desto weniger Platz ist in unserem Geist für Geistesschulung. Weil wir sehr häufig die Dinge, die wir schon wissen, gehört haben und benutzt haben, als ein Kriterium annehmen und daher dann die Geistesschulung in einer Weise beurteilen, die dazu nicht passt. Die Geistesschulung, von der Buddha spricht, ist einzig und allein ein spirituelles Wachstum. Dieses Wachstum ist jedem Menschen möglich. Er muss sich aber dazu einmal hingeben. Und hingeben bedeutet ohne Rückhalt. Und ohne Rückhalt fällt den meisten Menschen furchtbar schwer, weil sie sich schon auf irgendetwas anderes eingelassen haben im Leben, von irgendwelchen anderen Leuten gehört haben, dass das stimmt, und daher sich nicht auf etwas zu etwas hingeben können, was vollkommen anders ist. Neuland erlebt man durch die Meditation. Aber man kann es nur erleben, wenn man das Alte loslässt. Und das Alte sind die Meinungen und Ansichten. Und das Alte sind die Gewohnheiten. Die Gewohnheiten, die im Allgemeinen darauf ausgerichtet sind, dass es einigermaßen angenehm zugeht. Die Annehmlichkeiten. Die Annehmlichkeiten und die Gewohnheiten. Mit diesen Gewohnheiten
wird aus der Geistesschulung überhaupt nichts. Und noch dazu dann ohne Übung kein Fortschritt. Das heißt also, wenn wir diese Geistesschulung nicht ständig üben, dann gehen wir rückwärts. Der Buddha hat gesagt, es ist nicht möglich, stehen zu bleiben. Wir gehen entweder vorwärts oder rückwärts. Wir können nicht stehen bleiben. Und jeder, der schon mal im Leben meditiert hat, weiß, dass der Geist sich ständig bewegt. Also, wo geht er hin? Im Allgemeinen dreht er sich im Kreis. Wenn er nicht total, vollkommen, absolut konzentriert ist. Und diese Kreisbewegung des Geistes ist ein Rücktritt für den Geist. Das ist keine Vorwärtsbewegung. Das ist mehr wie eine Krebsaffäre. Das heißt also, wenn wir uns wirklich einmal vornehmen sollten, dass wir etwas Neues in unserem Leben erleben möchten, was nicht abhängig ist davon, was in der Welt geschieht, sondern was allein abhängig davon ist, was in uns selber geschieht, dann müssten wir uns darauf konzentrieren, diese stetige Übung zu machen. Und die Entschuldigung, die wir haben, es nicht zu machen, sind immer die gleichen. Ich habe keine Zeit, bin überfordert, es ist zu früh, es ist zu spät, es ist zu heiß, es ist zu kalt, ich bin zu müde. Die sind im Prinzip, kann man sie alle aufschreiben und für jeden ist dann eine oder zwei die richtige. Die nutzen einem überhaupt nichts. Denn das sind die alten Gewohnheiten. Und die alten Gewohnheiten, wenn sie uns total beglückt hätten, dann würden wir ja nicht etwas anderes mehr suchen. Das heißt also, man muss sich darüber klar werden, ob man etwas Neues, anderes sucht oder ob das Alte, was man schon immer gemacht hat und immer noch macht, ob das wirklich erfüllend ist. Und wenn nicht, dann muss man mal was Neues probieren. Aber das Probieren der Geistesschulung und der Meditation ist unmöglich einmal, zweimal oder dreimal. Es ist die Nahrung für den Geist. Und genau wie wir dem Körper tagtäglich Nahrung zuführen und nicht nur gerade, wenn wir etwas mehr Zeit haben oder es nicht zu heiß, zu kalt, zu früh oder zu spät ist, sondern es ständig tun, weil nämlich sonst unser Magen knurrt, genauso knurrt unser Geist. Er macht es zwar in einer anderen Art. Er knurrt, indem er unwirsch ist, ablehnend, indem er Widerwillen hat, sich ärgert, zornig wird, indem ihm nichts gefällt. Er möchte alles anders haben. So knurrt er. Ja, und was machen wir damit? Im Allgemeinen schieben wir die Schuld auf jemand anders. Sollten wir Hunger haben und unser Magen knurrt, schieben wir im Allgemeinen die Schuld nicht auf jemand anders, sondern holen uns was zu essen. So sieht es hier auch aus. Aber wer kommt schon auf die Idee? Die wenigsten. Und wenn man selbst auf die Idee gekommen ist und es gehört hat, wer macht's dann schon? Der Buddha hat gesagt, es gibt nur wenig Menschen mit wenig Staub auf den Augen. Das ist das innere Auge.
Und mit diesem wenig Staub auf den Augen, auf dem inneren Auge, ist gemeint, dass man die Wahrheit erkennt. Die Wahrheit der Unzulänglichkeit dieser weltlichen Möglichkeiten, die wir haben, und sich daher etwas anderem zuwendet. Das bedeutet nicht, dass man die Welt aufgeben muss und seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Das wäre nicht vernünftig. Der Buddha war äußerst vernünftig. Von wegen, dass man seine Verpflichtungen dann nicht nachkommt, davon ist nicht die Rede. Sondern, dass man andere Prioritäten setzt und für diese anderen Prioritäten dann auch Zeit hat. Das, wovon jetzt hier im 10. Teil dieser Lehrrede die Rede ist, ist die Meditation, aber nicht mehr die Methode. Wir haben bereits letzte Woche von der ersten Vertiefung gesprochen und auch davon, dass selbst die unkonzentrierteste Meditation noch Vorteile bringt. Und dass die erste Vertiefung der Anfang ist, wo man die Methode fallen lassen kann. Die Methode, entweder die Atembetrachtung, die Gefühlsbetrachtung, die Gehmeditation, die liebende Güte-Meditation, was immer für eine Methode man macht, die kann man, wenn die Konzentration gekommen ist, oder muss man, fallen lassen. Denn die Methode ist nicht die Meditation. Die ist der Weg dahin. Und wir brauchen die Methoden, und wir brauchen die Methoden richtig angewendet, weil wir dem Geist irgendetwas anbieten müssen, was er statt seiner ewigen Denkarbeit tun kann. Und daher gibt es die Methoden. Aber die sind nur so lange von irgendeinem Nutzen, solange der Geist sich nicht konzentrieren kann. Sobald er sich konzentrieren kann, brauchen wir sie nicht mehr. Die Methode ist sozusagen der Schlüssel. Wenn wir den Schlüssel für eine Tür fest in der Hand haben und lange genug fest in der Hand haben, dann können wir das Schlüsselloch treffen und die Tür aufschließen. Der Schlüssel ist die Methode, lange genug, fest genug im Geist behalten. Und die Tür ist natürlich nur symbolisch gemeint, führt nach innen. Ist das Tor, das uns unser Innenleben eröffnet, in einer Art und Weise, wie wir es sonst nie kennenlernen würden. Die Art und Weise, wie wir unser Innenleben kennen, ist im Prinzip darauf aufgebaut, was ich gern hätte und was ich gern loswerden möchte. Was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Wie es mir geht und wie es mir nicht geht. Darauf ist unser Innenleben. Das ist das, was wir kennen. Aber dieses Tor führt zu einem ganz anderen Innenleben, nämlich zu dem Innenleben, was abseits steht von haben wollen und nicht haben wollen. Was damit nichts mehr zu tun hat, sondern auf Reinheit aufgebaut ist. Und daher müssen wir die Methode so lange benutzen, bis der Geist rein und klar genug ist, um sich dieser inneren Reinheit zu nähern. Solange wir haben wollen und ablehnen, solange wir reagieren, denken, uns Dinge ausdenken, hoffen und wünschen, Erwartungen und den ganzen Rest unserer Gedankenarbeit, die wir alle genau kennen und die ständig vorgehen bei uns. Solange das noch im Geist ist, ist keine Reinheit vorhanden, weil es immer auf der Ich-Illusion aufgebaut ist und sich immer damit beschäftigt, was ich gern hätte. Oder wie ich es gern viel besser machen würde. Oder wie ich es nicht gern hätte. Daher muss die Methode lange genug praktiziert sein und lange
ist ein Wort, was alles Mögliche bedeuten kann. Bei manchen Menschen ist es, geht es schneller, bei anderen dauert es länger. Um diesen Dinge, mit denen wir den ständig unseren Geist beschäftigen, loslassen zu können, sodass Klarheit und Reinheit entsteht. Und diese Reinheit des Geistes ist darauf aufgebaut, dass er zu der Zeit, aber auch nur zu der Zeit, keine Wünsche hat, nichts haben will. Er will entweder etwas haben sonst oder loslassen, hier will er weder noch. Er will sich einfach konzentrieren. Und da das nicht so einfach ist, wie man es sagen kann, nicht so einfach zu tun, muss man üben. Und daher, ohne Übung kein Fortschritt. Wenn man nicht übt, gibt es keinen Fortschritt, weil der Geist nicht daran gewöhnt ist, loszulassen. Im Gegenteil, er ist daran gewöhnt, festzuhalten. Er ist dann gewöhnt, sich anzuklammern. Er klammert sich an alles an, was ihm nur irgendwie präsentiert wird. Und es wird ihm präsentiert durch die Sinne. Durch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und Denken. Und diese Präsentation durch die Sinne, da klammert sich der Geist dann an. Und da ist er derartig überbeschäftigt, dass er gar nicht weiß, was es bedeutet, mal zur Ruhe zu kommen. Hat keine Ahnung, wie das eigentlich vor sich geht. Daher muss man üben, damit er es mal erlebt. Und wenn er dann sich wirklich einmal auf das Meditationsobjekt konzentrieren kann und zur Ruhe kommen kann, dann ist der Zugang zu unserer inneren Reinheit gegeben. In der ersten Vertiefung, von der wir gestern gesprochen haben, erlebt man Entzücken. Auch das ist schon ein ganz neues Erleben. Und dieses Entzücken breitet sich in einem aus. Und wenn man in der Lage ist, sich darauf zu konzentrieren, so breitet sich über den ganzen Körper aus, von Kopf bis Fuß. Und man muss üben, dass man dabei bleiben kann. Man muss ferner üben, dass man jederzeit dahin kann. Und ferner muss man üben, dass man sofort dahin kann und nicht erst lange Zeit sitzen muss und den Atem betrachten oder welche andere Methode man benutzt, um dahin zu kommen. Denn das ist der Übung Resultat, dass man jederzeit dorthin kann. Und wenn man das kann und überhaupt merkt, dass es jederzeit vorhanden ist, dann weiß man, dass man das in sich trägt. Dass es nicht etwas ist, was durch die Meditation entstanden ist. Das wäre ja ganz seltsam, wenn wir was entstehen machen könnten durch die Meditation. Sondern man weiß ganz genau, dass das immer vorhanden ist. Dass wir es in uns tragen. Dass wir nur den Zugang nicht haben, dass jeder Mensch es in sich trägt, dass die meisten Menschen auf der Welt niemals den Zugang finden, weil man es ihnen erstens mal gar nicht sagt und zweitens mal, weil sie ihn gar nicht suchen. Und wenn wir also in der Lage sind, uns jederzeit dorthin zu begeben, dann wissen wir, dass es etwas ganz anderes gibt, als das, was wir in der Welt erleben. Was wir in der Welt erleben, ist im Prinzip Aktion, tun, machen, werden, sich behaupten. Was wir hier erleben durch die Meditation, ist Sein. Wir sind dann. Wenn wir etwas anderes mit dem Geist zu der Zeit machen, außer dass wir da sind, ist die Meditation zu Ende. Das Sein ist die Hauptsache. So wie wir sind. Das, was wir sind, das drückt sich dann in unserem Tun aus. Nicht umgekehrt. Durch unser Tun kommt nicht das Sein. Erst kommt das Sein und dann das Tun. Aber im Allgemeinen ist es unbekannt.
Und daher kann man sagen, dass auf allen Ebenen der spirituelle Pfad 180 Grad umgekehrt ist von dem, was wir in der Welt erleben. Und man muss gewillt sein, sich einmal 180 Grad umzudrehen und in eine ganz andere Richtung zu schauen. Und nur dann wird man gewillt sein, wirklich zu üben. Dieses Üben ist die Hauptsache. Der Buddha hätte nicht es so an die Spitze gestellt, ohne Übung keinen Fortschritt, wenn das nicht der Kern des ganzen spirituellen Wachstums wäre. Wenn wir also in der Lage sind, die erste Vertiefung jederzeit zu erleben, dieses Entzücken in uns zu verspüren, jederzeit dorthin können, dann ist es an der Zeit, zu der zweiten Vertiefung überzugehen. Die zweite Vertiefung könnte man beschreiben am besten mit Freude. Es gibt drei Arten von Freude, die auch in der Pali-Sprache drei verschiedene Namen haben. Wir haben nur das eine Wort dafür. Und daher müssen wir sie erklären. Und sie sind alle drei nötig. Vor allen Dingen die ersten beiden sind nötig, um zu der dritten zu gelangen. Die erste Freude, die ganz wichtig ist, ist eine rein weltliche Freude, aber nicht Vergnügen. Der Unterschied muss klar sein. Der Geist muss sich so weit Klarheit verschaffen, dass er nicht von seinen Emotionen und Wünschen überrannt ist, sondern objektiv und analytisch erkennt, was eigentlich wichtig ist. Die Freude der weltlichen Ebene bedeutet, dass wir uns darüber freuen, dass wir durch Meditation die Welt fallen lassen können, zur Zeit der Meditation, dass wir in der Lage sind, einem hohen Ideal zu folgen, dass wir die Möglichkeit haben, die absolute Wahrheit zu erfahren, auch wenn wir sie noch nicht erlebt haben, und dass durch die Meditation uns Möglichkeiten geboten sind, die wir sonst nie hätten, und darüber sich freuen und nicht denken, ach, eigentlich sollte ich ja meditieren, aber ich mag nicht aufstehen, es ist mir zu kalt, es ist zu dunkel, ich bin zu müde und so weiter, sondern sich tief innig freuen, dass man die Möglichkeit hat, das zu tun. Wenn wir diese Freude in uns spüren, haben wir einen Schritt in der Meditation getan. Der Buddha hat gesagt, dass ohne Freude es überhaupt nicht möglich ist, zu meditieren. Also, wenn man irgendwelche Abneigungen, Groll, Ärgernisse, irgendetwas in sich hat, was negativ ist, können wir auf keinen Fall meditieren. Die müssen wir erst loslassen. Die müssen wir erst einmal ablegen. Auch die Wünsche, die wir haben, dass die Dinge anders sein sollten, als sie sind, und an denen wir sowieso nichts ändern können, auch die müssen wir loslassen, denn das ist Unzufriedenheit. All das muss erst losgelassen werden, bevor wir überhaupt versuchen können zu meditieren. Wenn wir mit all diesen Schwierigkeiten im Geist dennoch meditieren, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass der Geist gar nicht dran denkt, sich zu konzentrieren. Er kümmert sich um die Dinge, die da in ihm herumschwirren. Wir müssen also erstmal
diesen Bienenhaufen, der da schwirrt, loslassen. Und das ist nur möglich, wenn wir es mit etwas anderem ersetzen. Und das andere ist Freude. Glücklich sein darüber, dass man so eine Möglichkeit hat. Glücklich sein darüber, dass es etwas anderes gibt, als was in unserer gewöhnlichen Gesellschaft angeboten wird. Glücklich sein, dass es etwas gibt, was die Welt transzendiert, was ganz anders ist als das, was sonst für wichtig gehalten wird. Dieses innere Glück macht es möglich, sich zu konzentrieren. Auch die Konzentration kommt dann nicht von alleine, aber sie hat wenigstens eine Chance. Ohne das hat sie keine Chance. Die zweite Möglichkeit der Freude ist die Mitfreude. Das ist eine von den vier göttlichen Verweilungsstätten. Sie heißen göttliche Verweilungsstätten, weil wenn wir sie perfekt gemacht haben, dann haben wir das Paradies im Herzen. Ist die liebende Güte, das Mitgefühl, die Mitfreude und der Gleichmut. Die Mitfreude ist ein äußerst wichtiger Lernprozess, den die meisten Menschen kaum kennen, weil sie freuen sich über das Gute, was ihnen selbst geschieht und das Gute, was vielleicht noch ihren Lieben geschieht. Aber das Gute, was irgendjemand anderen geschieht, interessiert sie überhaupt nicht. Im Gegenteil, es kommt sogar häufig Neid hoch. Neid ist eine Eigenschaft oder eine Emotion, die das Leben zur Hölle machen kann, wenn man es öfter praktiziert. Wozu man sich selber das Leben zur Hölle machen soll, ist unverständlich. Aber es wird häufig praktiziert. Man kann sich aber auch das Leben zu einem sehr schönen und emotionell ruhigen, harmonischen Fluss bringen, indem man sich mitfreut über das Glück anderer. Jeder kennt eine Menge Menschen und irgendjemand hat vielleicht irgendetwas Angenehmes gerade erlebt. Und wenn wir nicht nur die Worte sagen, sondern effektiv die Mitfreude mit dem anderen fühlen, dann haben wir nicht nur einen, der sich freut, sondern zwei. Dann haben wir mehr Freude in die Welt gesetzt. Dann haben wir von unserer Ich-Bezogenheit etwas losgelassen. Dann haben wir von unserem Ego eine Kleinigkeit abgegeben und freuen uns mit dem anderen. Das kann man üben. Das sollte man üben. Es funktioniert nicht gleich von vornherein, weil wir natürlich alle am meisten an uns selbst interessiert sind. Aber wenn wir merken, wie begrenzt das ist und wie wenig zufriedenstellend und wie wenig erfreulich, dann wird es uns eines Tages klar, dass da wohl irgendein Fehlgedanke sein muss und dass wir uns eigentlich mit anderen freuen können, mit anderen fühlen können, dass die anderen keine anderen sind, sondern einfach nur derselbe wie wir selbst, nur in anderer Form. Und wenn wir das praktizieren und üben, dann haben wir viel öfter Gelegenheit, uns zu freuen. Dann haben wir viel öfter Gelegenheit, die Freude in uns zu verspüren. Und dann haben wir viel öfter Gelegenheit, auch meditieren zu können, weil die Freude in uns lebt. Und nicht nur das,
Wir verbreiten sie um uns. Alle Menschen, die meditieren, denen wird eines Tages klar, dass sie eine Verantwortung allen anderen Menschen gegenüber haben. Am Anfang nicht. Am Anfang glaubt man, man macht das für sich selbst. Um entweder aus seinem Dukkha, aus seinem Kummer herauszukommen oder um was Neues zu machen oder aus irgendeinem Grund. Aber eines Tages merkt man, dass man die Verantwortung für jeden mitträgt. Denn das, was aus uns selbst herausfließt, das berührt unsere Umwelt. Und so ist ein Mensch, der sich freut, eine Quelle der Freude. Und eine Quelle der Freude zu sein, bedeutet, dass wir anderen Menschen allein durch unser Sein Freude bereiten. Und dadurch auch viel weniger Negativitäten in uns herumtragen. Denn Freude und Ärger können nicht zur gleichen Zeit in uns leben. Entweder das eine oder das andere. Oder Freude und Kummer. Sodass wir die zwei Möglichkeiten haben, besonders diese zwei, Freude in uns zu erwecken. Uns mitfreuen mit anderen. Ganz gleich, worüber der sich freut. Und die Freude über die Möglichkeit des spirituellen Wachstums, das uns gegeben wird, das uns gezeigt wird, dass wir folgen können, dass wir verstehen können und üben können. Wenn wir diese beiden Möglichkeiten ergreifen, dann haben wir eine gute Chance, zur vollen Konzentration zu kommen. Wenn wir also die erste Vertiefung, die es Entzücken erlebt haben, so besteht gar keine Frage, dass sich der Geist darüber freut. Er kann sich über Entzücken nicht ärgern. Er kann zwar am Anfang erstaunt darüber sein. Dann ist die Meditation zu Ende. Da muss er nochmal anfangen. Das macht nichts. Aber die Freude kommt gleichzeitig hoch mit dem Entzücken. Und da das Entzücken eine grobere Emotion ist als die Freude, so lassen wir in der zweiten Vertiefung das Entzücken fallen und konzentrieren uns nur auf die Freude. Diese Freude ist die meditative Freude. Das ist eine Freude, die in der Meditation hochkommt. Eines Tages wird man in der Meditation so geschult, dass man sie, wenn man ruhig irgendwo sitzt, sie jederzeit hochbringen kann. Und daher weiß, dass sie immer in einem lebt. Ganz gleich, was in der Welt gerade geschieht. Sollten wir durch die Welt keine Freude erleben, uns gerade sehr ärgern oder ablehnen oder Kummer haben, dann ist das nur darum, weil das, was wir wünschen, nicht geschieht. Das, was wir haben wollen, bekommen wir nicht. Um zu meditieren, müssen wir diese Ideen fallen lassen. Niemand hat uns versprochen, dass wir all das, was wir haben wollen, bekommen. Oder dass wir all das, was wir nicht haben wollen, loswerden. Aber in jedem Menschen lebt die Freude jederzeit. Wenn das andere losgelassen worden ist, können wir uns dorthin begeben. Dort, wo sie in uns lebt. Wenn wir die meditative Freude in uns in der Meditation erleben, so ist sie allerdings nach der Meditation zu Ende, aber sie hat einen ganz bedeutsamen Niederschlag. Erstens einmal wissen wir, dass sie dort lebt in uns, dass sie jederzeit, wenn wir uns konzentrieren und nicht an all die Dinge denken, die wir gern hätten oder nicht hätten, wie wir uns behaupten können, und so weiter. Wenn wir das alles loslassen,
dass wir sie jederzeit wiederfinden können. Und daher sind wir von den Dingen des Alltags nicht mehr ganz so mitgenommen wie vorher, weil wir wissen, es gibt etwas anderes. Es ist äußerst wichtig zu wissen, dass es etwas anderes gibt als das Alltagsbewusstsein. Die meisten Menschen auf der Welt lernen nie etwas anderes kennen. Wie ich schon sagte, entweder sie suchen es gar nicht, oder aber es wird ihnen nicht erklärt. Aber das Alltagsbewusstsein ist für keinen Menschen zufriedenstellend. Es ist stets in der Dualität verfangen. Und in dieser Dualität ist es stets mit Beurteilen und Verurteilen beschäftigt, sodass wir niemals innere Ruhe, inneren Frieden haben können. Das heißt also, wenn wir in der Meditation das erste, das Entzücken, das zweite, die Freude, erlebt haben und in der Lage gewesen sind, dort etwas zu verweilen, dann wissen wir, dass das eine ganz andere Ebene des Bewusstseins ist, als die, die wir sonst benutzen. Und diese Ebene des Bewusstseins können wir ja jederzeit wiederbekommen, wenn wir uns zur Meditation hinsetzen. Und daher bleibt etwas von dieser Freude in uns bestehen und macht sich bemerkbar. Und daher ist dann auch unsere Umwelt mit mehr Freude behaftet. Nur für die Menschen natürlich, die spüren und zulassen. Nicht jeder spürt's, nicht jeder lässt es zu. Aber für die, die spüren und zulassen, ist dann mehr Freude da. Es gibt ein universelles Bewusstsein. Und in diesem universellen Bewusstsein ist alles vorhanden. Wir haben alle Zugang dazu. Aber nur so weit, wie wir unser eigenes Bewusstsein schon geschult haben. Wenn wir also das Bewusstsein der meditativen Freude in uns erlebt haben, so bringen wir mehr Freude in das universelle Bewusstsein und können das auch als Echo in uns verspüren. Es ist so, dass wir alle voneinander abhängig sind, Einfluss aufeinander ausüben. Und diesen Einfluss, den muss man einmal als Verantwortung erkennen. Wir haben Verantwortung für alle unsere Mitmenschen. Wie unsere Emotionen sich gestalten, so ist der Einfluss, den wir haben. Und es besteht überhaupt kein Grund, dass wir Emotionen in uns tragen und behalten, die negativ auf uns selbst und auf andere wirken. Wir könnten genauso gut die positiven in uns tragen und dafür und dadurch für uns und andere die positiven Emotionen erleben. Es ist so, dass die Welt der Menschheit mehr Freude braucht. Es ist viel zu wenig Freude da. Aber leider wird Freude mit Vergnügen verwechselt. Und Vergnügen kommt durch die Sinne. Und die Meditation geht nur ohne die Sinne. Die Sinne, das heißt, das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Berühren und Denken. Wir glauben, dass wir Freude erleben, wenn wir das Vergnügliche, Angenehme durch die Sinne bekommen. Momentan ist es auch so. Aber es hält nicht an, es verändert sich, wir müssen es immer wieder bekommen
Buddha hat es verglichen damit, ein Schuldner zu sein. Ein Schuldner für die Sinne. Man muss es immer wieder neu erarbeiten. Aber das ist nicht die innere Freude. Es ist etwas, was wir suchen müssen, kurzfristig haben und immer wieder verlieren. Die Welt braucht aber Freude. Das innere Gefühl eines freudigen Lebens, was unmöglich auf Sinne aufgebaut sein kann. Ein freudiges Erleben kann nur dann in einem existieren, wenn wir erstens einmal in der Meditation zeitweilig die Sinneseindrücke loslassen, nur dann kann man meditieren. Wir können nicht meditieren mit den Sinneseindrücken. Und außerdem dadurch lernen, und das lernt man beinahe sofort in den Vertiefungen, dass die Sinneseindrücke uns niemals befriedigen können. Wenn sie das könnten, wären wir alle total befriedigt. Wir haben schon so viele gehabt in diesem Leben und können uns so viele besorgen und kaufen und erleben. Sie sind ständig vorhanden. Das bedeutet nicht, dass die angenehmen Sinneskontakte nicht mehr vorhanden sein werden. Aber was es bedeutet, ist, dass wir wissen, es gibt mehr. Und erst derjenige, der weiß, dass es mehr gibt als angenehme Sinneskontakte, kann innere Freude erleben, ganz gleich, was außen geschieht. Und keinem Menschen wird das Leben nur das Angenehme bescheren. Es ist kaum denkbar. Jeder erlebt beides. Das Angenehme und das Unangenehme. Aber die innere Freude braucht davon nicht, in Mitleidenschaft gezogen zu werden, wenn man weiß, dass es darum nicht geht. Das heißt also, wir haben einen Schritt in eine andere Welt getan. In eine Welt, die nicht von unseren Sinneseindrücken abhängig ist. Solange wir in der Welt der Sinneseindrücke leben, leben wir auf der untersten Stufe von jeglichem Glück und Freude, die vorhanden sind. Sie sind nicht, der Buddha hat nie verneint, dass sie existieren, die angenehmen Sinneseindrücke, und dass sie uns Vergnügen bereiten. Aber es ist die allerunterste Stufe. Und jeder Mensch hat die Fähigkeit, weiterzugehen. Man muss sich nur auf den Weg machen. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, dieses innere Leben zu erleben und nicht nur das Äußere. Bei der Meditation schließen wir die Augen. Wir versuchen, dass es von außen kein Geräusch kommt. Es gibt nichts zu riechen, zu schmecken. Die Berührungskontakte sind vorhanden, aber bei Konzentration werden die auch einmal vergessen. Und das Denken muss sowieso losgelassen werden. Und dadurch merken wir und erleben wir, dass es etwas anderes gibt. Eine ganz anderes Menschsein. Und dieses andere Menschsein, das zeigt sich dann natürlich auch in unserem Alltag. Wenn wir die Freude der Meditation in uns erleben, dann ist die Einsicht, die daraus kommt, dass wirkliche Freude unabhängig sein muss. Unabhängig von äußeren Eindrücken. Denn es kann ja sehr leicht sein, dass Dinge in unserem Leben sind, die wir lieber nicht hätten. Die meisten Menschen haben irgendwas in ihrem Leben, das sie lieber nicht hätten. Aber dennoch ist totale innere Freude vorhanden. Das heißt also, dass wir einen neuen Einsicht bekommen,
dass diese Dinge in unserem Leben, die wir lieber nicht hätten, überhaupt nichts damit zu tun haben, dass die innere Freude in uns lebt. Wenn es das gelingt, aber nur mit Übung. Ohne Übung ist unmöglich. Wenn uns das mit Übung gelingt, mit auch durch eine kurze intensive Meditationskurse, dann haben wir Zugang zu etwas ganz Neuem. Dieser Zugang muss dann weiterentwickelt werden. Das ist die zweite Vertiefung. Es gibt im Ganzen 8. Man kann sogar sagen, es gibt 9. Aber erst einmal 8. Und sie werden sukzessive subtiler. Und man kann sukzessive immer die man erlebt und bei der man auch konzentriert bleiben kann, loslassen und ganz absichtlich zur nächsten gehen. Es ist ein vom Buddha deutlich erklärter Werdegang. In vielen seiner Lehrreden als einziges beschrieben. Hier in dieser Lehrrede ist es eins von den 37 Erleuchtungsfaktoren. Und darum sind wir schon 10-mal bei derselben Lehrrede, weil es so viel enthält. Aber dieser Werdegang durch die meditativen Vertiefungen ist der Werdegang zur absoluten Freiheit. Es gibt gar keinen anderen, den der Buddha gelehrt hat. Diese meditativen Vertiefungen sind jedem möglich. Jeder ist dazu fähig. Dazu braucht man weder etwas zu wissen, noch etwas zu können. Dazu braucht man Willenskraft und Selbstdisziplin. Und dazu braucht man Geduld und Durchhaltevermögen. Und dazu braucht man vor allen Dingen das Verständnis, dass die Welt uns nie zufriedenstellen wird. Wir können versuchen, was wir wollen. Und im Allgemeinen haben die meisten von uns, wenn nicht alle, bereits alles versucht. Und die Erwartungen haben sich niemals bestätigt. Sie können es nicht. Es ist unmöglich. Unsere Sinne sind so beschaffen, dass sie nichts langfristig in sich behalten können. Und unser Geist, der das erklärt, was in unseren Sinnen vorgeht, ist genauso beschaffen. Wenn er erklärt, muss er auch sich die ganze Zeit bewegen. Es ist einfach nicht möglich. Und nachdem wir genügend ausprobiert haben, und ich denke, das ist in jedem Menschenleben nötig, dass man erstmal einiges wenigstens ausprobiert und daher die Enttäuschung mal erlebt und dass, wenn man die erlebt hat, daraus was lernt. Es gibt natürlich Menschen, und das sind gar nicht wenige, die diese Enttäuschungen nicht als Lernprozess benutzen, sondern dieselbe Enttäuschung nur mit anderen Namen 4, 5, 6, 7, 8 Mal hinter sich bringen. Beim 9. Mal vielleicht es merken. Es gibt aber auch solche, die beim 1. Mal schon merken, dass die Welt es nicht in sich hat, uns vollkommen zufriedenzustellen. Dieses uns nicht vollkommen zufriedenstellen heißt Dukkha. Wir können ohne das überhaupt nicht leben. Wenn wir in die Vertiefung gehen, so ist das Dukkha zu der Zeit ausgeschaltet. Aber wenn wir aus den Vertiefungen herauskommen, kommt es wieder. Dasselbe wie vorher. Wenn genauso unzufrieden wie vorher. Im Gegenteil, es könnte sogar sein, dass wir noch unzufriedener sind. Weil wir nämlich endlich mal den Unterschied gemerkt haben. Wir haben den Unterschied gemerkt zwischen dem ruhigen Geist und dem denkenden Geist. Und da wir genau wissen, dass wir uns nicht den ganzen Tag in die Meditation setzen können,
sind wir noch unzufriedener. Da gehört dann die nächste Stufe dazu, die Erkenntnis. Und diese Erkenntnis oder der Klarblick oder die Einsicht, wie immer wir es nennen wollen, oder die Weisheit, die kommen allerdings bei diesen Faktoren, die wir hier besprochen haben, vorher. Wir haben die bereits besprochen. Die Erkenntnis der Daseinsmerkmale. Aber die Vertiefungen machen uns das viel leichter. Die machen es uns viel leichter, zum Beispiel das Dukkha zu erkennen, das Unzulängliche des Weltlichen. Macht es uns viel einfacher, weil wir endlich mal das Gegenteil erleben. Solange wir nur das Weltliche erleben, können wir immer weiter der Ansicht bleiben, dass wir es nur ein bisschen klüger anpacken müssen oder irgendeinen Menschen loswerden müssen oder irgendeinen Menschen bekommen müssen. Und dann wird alles in Ordnung sein. Und dass es dann wieder nicht in Ordnung ist, das merken wir vielleicht gar nicht, sondern probieren immer weiter. Aber wenn wir durch die Meditation das alles losgelassen haben, und dann merken, dass er eine ganz andere Ebene gibt. Und zwar eine Ebene, wo zu der Zeit kein Dukkha vorhanden ist. Dann merken wir ganz deutlich, wie das zusammenhängt, dass wir losgelassen haben. Und loslassen ist das Schlüsselwort für den spirituellen Weg, für das spirituelle Wachstum. Loslassen von was? Eigenen Meinungen, eigenen Ansichten, eigenen Behauptungen, Selbstbehauptung, Illusionen, allen Wünschen, Erwartungen, loslassen. Und ohne das Loslassen in der Meditation geht keine Meditation. Ohne die Meditation in den Vertiefungen werden wir nie merken, dass Loslassen die einzige Antwort ist. Da werden wir immer glauben, das Loslassen bedeutet, dass wir dann nichts mehr haben. Im Gegenteil. Wir haben alles, was es gibt. Aber um das zu erleben, müssen wir erstmal loslassen können. Denn sonst können wir nicht meditieren. Und wenn wir nicht meditieren können, dann können wir nicht merken, dass das die Antwort ist. Schwierig. Üben. Dazu gehört Vertrauen. Vertrauen bedeutet Liebe. Wenn wir das, was wir tun, nicht lieben können und zu dem, was gelehrt wird, kein Vertrauen haben, werden wir es nie machen. Dann bleiben wir in unserem Alltag verhaftet, haben zwischendurch natürlich Annehmlichkeiten, kriegen auch mal das, was wir gern haben wollen. Immer so abwechselnd, möchte ich sagen, mal ja, mal nein. Und es bleibt im Prinzip alles beim Alten. Vertrauen bedeutet Hingabe. Die persönlichen Meinungen mal befragen. Nicht als das Endresultat aller Weisheit annehmen. Und mal versuchen, man vielleicht doch einen anderen Weg einschlagen kann. Dieser andere Weg bringt alles, was wir uns je gewünscht haben. Aber nur, wenn wir all das, was wir uns bis jetzt aufgehäuft haben und angehäuft haben, loslassen. Daher steht man natürlich einer gewissen Schwierigkeit gegenüber, in der Meditation und der Geist erzählt Geschichten. Das Erste, was man mit diesen Geschichten machen muss, ist sie nicht glauben, sondern einfach als Geschichte annehmen. Und das Zweite ist, immer wieder ersetzen mit der Achtsamkeit auf das Meditationsobjekt. Immer wieder. Geschichten erzählen tun wir uns selbst den ganzen Tag. Bei der Meditation können wir uns vielleicht einmal vornehmen, wir wollen mit dem Geschichten erzählen aufhören. Auch das ist hilfreich.
Willenskraft bedeutet nicht wollen, sondern es bedeutet die Kraft unseres Geistes dafür einsetzen, was wir als das Gute erkannt haben. Die Kraft unseres Geistes einsetzen ist auch nicht einfach. Daher ist die Willenskraft eine der Erleuchtungsfaktoren. Je mehr wir davon haben, desto mehr sind wir in der Lage, Schwierigkeiten zu überkommen. Es gibt keinen Menschen, der keine Schwierigkeiten hat. Aber die meisten Menschen lassen sich von ihren Schwierigkeiten so in Mitleidenschaft ziehen, dass sie nichts anderes mehr erkennen. Oder wenig anderes. Diese Schwierigkeiten sind nur dazu da, damit wir erkennen sollen, dass die Welt uns nie vollkommen beglücken wird. Nur dazu sind sie da. Damit sie uns auf den Weg bringen. Das heißt, in des Buddhas Sprache, Schwierigkeiten, Dukkha. Dukkha ist der beste Lehrer. Wir sollten dankbar sein, wenn wir sie erkannt haben und uns dann wirklich auf den Weg machen. Die Vertiefungen sind der Weg. Der Weg zu einer vollständigen Freiheit, zum Erkennen der absoluten Wahrheit. Sie sind der Weg dazu, weil auf jeder Stufe dieser 8 Stufen uns immer wieder klar wird, dass wir eine ganz andere Bewusstsein haben als das, was wir kennen. Es ist ganz anders. Aber dieses andere Bewusstsein muss erarbeitet werden. Obwohl wir es alle haben, haben wir es sozusagen verschüttet. Durch alles, was wir ständig mit unserem Geist tun. Und daher üben und loslassen. Was anderes gibt's gar nicht. Das wäre genug für heute Abend. Wenn Fragen sind, jetzt wäre die Zeit dazu. Also mit den Schwierigkeiten, da habe ich so meine eigenen Erfahrungen. Ja. So die leichten Schwierigkeiten, die habe ich dann nach einer gewissen Zeit also beherrscht, habe mich gefreut, aha, überwunden. Ja. Aber ich habe so den Eindruck, dass die immer größer werden. Da kommen also plötzlich Schwierigkeiten auf mich zu, die also früher nicht waren. Und wenn man die dann wieder bewältigt, dann kommen noch größere. Also das scheint immer größer zu sein. Sprichst du von emotionellen Schwierigkeiten oder materiellen Schwierigkeiten? Materielle. Dann kommt es nur auf deine emotionellen Reaktionen an. Wenn du materielle Schwierigkeiten, also wenn irgendetwas nicht klappt, so wie es klappen soll, ne, kommt es nur auf die Reaktion an. Der Buddha hat das verglichen, dass wir sein könnten wie die Erde. Die Erde, die Leute gehen auf ihr, spucken auf sie, fahren auf ihr, sie graben Löcher hinein, sie treten sie, aber sie reagiert nie. Lässt sich alles gefallen. Und bleibt immer Erde. Und bleibt immer unsere Ernährungsmöglichkeit. Ich meine, das ist natürlich ein hohes Ideal, aber es ist nur ein Gleichnis, was er gegeben hat. Also materielle Schwierigkeiten, so what? Sind die auf deinem Totenbett noch wichtig? Schau sie dir an, ob sie auf dem Totenbett noch wichtig sind. Oder ob deine Gemütsruhe wichtig ist. Schau mal, was da wichtig ist. Ne? Ja. Gibt es eigentlich eine bestimmte Zeit, die man, nach welcher Methode man auch immer dann
Ich kann nicht hören, ein bisschen lauter. Gibt es eine bestimmte Zeit, eine Länge, nach der man meditieren soll, beziehungsweise nach welcher Methode man auch immer nimmt? Ja. Ja, also wir sagen im Allgemeinen, unter einer halben Stunde hat überhaupt keinen Sinn, weil der Geist braucht Zeit, um sich überhaupt zu beruhigen. Und für Anfänger dürfte eine halbe Stunde erstmal genügen. Und dann sollte man, wenn man es wirklich täglich übt, alle 2 Wochen vielleicht 5 Minuten zugeben, bis man auf 1 Stunde gelangt ist. Was in Wirklichkeit passiert, ist so, dass die meisten Menschen alle 2 Wochen 5 Minuten abknapsen. Und am Ende haben wir gar nichts. Aber für Anfänger ist eine halbe Stunde gut anzufangen. Aber unter einer halben Stunde ist nicht so günstig. Das einmal am Tag? Nee, zweimal möglichst. Möglichst zweimal. Ja, wenn es möglich ist. Ja? Ja, ich hatte jetzt Besuch von meiner Schwester und die ist jetzt überzeugte Christin. Da hatten wir ein Streitgespräch und sie hat immer behauptet, eben als Christin, da braucht sie nur zu beten, dann kriegt sie die Kraft, die sie braucht. Und jetzt frage ich mal ganz naiv, ich bin zwar schon länger hier, aber bei Buddha ist ja das Gebet in dem Sinne gar nicht irgendwie relevant. Es geht ja eigentlich mehr um die eigene, wie soll man sagen, man zieht sich mit den eigenen Haaren irgendwie aus dem Sumpf. Also es wird ja nicht irgendwie jetzt von Gebet gesprochen, dass man irgendwie um irgendwas bittet, dann kommt die Kraft von selbst, sondern es wird einfach, es geht einfach nur über das Üben. Oder gibt es da noch eine, auch so etwas Ähnliches, die Beten in diesem Gebet? Nein, es ist umgekehrt. Wenn man das Beten als Bitten ansieht, es würde einem jemand was geben, wer immer dieser jemand sei, dann verlässt man sich wieder auf äußere Umstände. Das Beten kann aber genauso wie die Meditation zur Konzentration führen. Und dann wird der Geist klar und rein. Und da ist zum Beispiel Jesus Herzensgebet. Dass, wenn man das sozusagen wie ein Mantra, man das wiederholt, Herr Jesus, erbarme dich meiner. Man das immer wieder wiederholt, kommen erstens einmal keine schlechten Gedanken auf. Und zweitens einmal, wenn es nicht mechanisch gesprochen wird im Innern, sondern mit Bedeutung, dann kann der Geist sich darauf konzentrieren und kann in die Vertiefung gehen. Aber zu bitten darum, dass das Leben so sein sollte, wie man es gern hätte, oder was immer die Bitten sind, um Kraft bitten. Wenn die Konzentration des Geistes vorhanden ist, so bekommt er Kraft. Das ist die Übung des Geistes, um Kraft zu bekommen. Das heißt also, wenn jemand betet mit Konzentration, so kann das sehr leicht sein, dass da Kraft kommt. Weil gerade in der Meditation sind diese Zustände der vollen Konzentration energiespendend. Sie sind sozusagen der Jungbrunnen für den Geist. Dasselbe kann, wenn man das Gebet nennt, genauso geschehen. Man muss nur richtig anpacken. In der Beziehung hat Teresa von Avila in ihrem Buch Die innere Burg die Anweisung an ihre Nonnen, die verschiedenen Gebetsstufen sehr gut erklärt. Und da gibt es verschiedene Stufen. Erstmal das mit den Worten, das Gebet. Dann das Wort ohne Worte, also erstmal gesprochen. Dann nur gedacht, die Worte. Dann wortlos. Und dadurch kommt dann die Hingabe und dadurch kommt die Vertiefung. Also die kommen können dadurch genauso kommen. Also es ist nicht der menschliche Geist ist überall derselbe. Dass wir den nun christlich oder buddhistisch nennen, das haben wir erfunden. Der menschliche Geist ist überall der gleiche. Und er kann überall das Gleiche machen. Und wenn er das übt und tut,
kriegt er die gleichen Resultate. Wie er die dann nennt, das ist wieder nur unsere Sprache. Also ist absolut möglich, dass das geschieht. Was da passiert, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, wunderbar, keine Ahnung. Weiß es nicht. Nehme an, der Geist macht irgendwas, ja? Ich höre nichts. Was ist? Zwischen Willenskraft und Wollen. Ja. Der erste Impuls ist doch so ein leichtes Wollen zur Willenskraft. Und wo ist da der Unterschied zwischen Wollen und... Wollen ist haben wollen. Ja, plus wie komme ich jetzt zur Willenskraft? Weil der Impuls zur Willenskraft ist doch ein ganz leichtes Wollen. Das, der Unterschied ist mir nicht ganz klar. Die Willenskraft bedeutet, dass wir unseren Geist dort einsetzen und nicht davon abschweifen, wo es zum Guten führt. Und ihn wirklich einsetzen und wollen es haben wollen. Und das ist fallen zu lassen. Und Willenskraft ist auch dafür nötig, das Schwierige zu ertragen. Auch dafür braucht man Willenskraft. Und nicht zu jammern und zu stöhnen. Oder zu glauben, dass man ungerecht behandelt wird. Auch da ist Willenskraft nötig. Noch etwas? Wir können aufstehen und die Beine strecken. Um mit der liebenden Güte-Meditation anzufangen, wollen wir noch einmal die Achtsamkeit auf den Atem lenken. Wir wollen in unser Herz hineinschauen und feststellen, ob dort irgendwelche Ärger, Kummer, Neid, Stolz, Ablehnung, Widerwillen, Zorn, irgendetwas Negatives zu finden ist. Kritik an anderen. Und wenn wir so etwas finden, dann wollen wir das wegfliegen lassen, wie schwarze Wolken am Himmel, die vom Wind verweht werden. Denn all diese Emotionen sind nur schwarze Wolken in unserem Herzen. Und jetzt wollen wir noch einmal in unser Herz hineinschauen und feststellen, dass es ein großer, weiter Raum ist, den wir anfüllen können mit dem, was wir wollen. Und so wollen wir das Herz mit Freude füllen. Freude über die Meditation, Freude über das Gute in unserem Leben, Freude über alles Gute, was wir selbst getan haben. Freude über die Möglichkeit,
spirituellen Wachstums. Was immer uns einfällt, was uns Freude bereitet, wollen wir benutzen, um uns mit Freude zu füllen und zu umhüllen. Jetzt richten wir unsere Achtsamkeit auf denjenigen, der uns hier im Nächsten sitzt, und schenken ihm die Freude aus unserem Herzen. Wir schenken ihn ohne Erwartung einer Gegengabe. Je mehr der Freude wir verschenken, desto mehr haben wir davon in unserem Herzen. Wollen noch einmal in unser Herz hineinschauen und ganz sicher gehen, dass nichts wie Freude dort zu finden ist. Freude über alles Schöne, was wir hier erlebt haben, was wir getan haben, was wir jetzt tun, was uns beglückt, was erhebend ist. Wir denken an unsere Eltern, ob sie noch am Leben sind oder nicht, und schenken ihnen die Freude aus unserem Herzen. Füllen sie und umhüllen sie damit. Und sehen ganz deutlich, wie sie das beglückt. Und wir denken an irgendwelche schönen Ereignisse in unserem eigenen Leben oder in den Leben von anderen, die wir kennen. Und fühlen uns mit Freude darüber. So dass wir ganz sicher sein können, dass unser Herz nichts anderes enthält. Und dann denken wir an die Menschen, die uns am nächsten stehen, mit denen wir vielleicht zusammenleben. Lassen die Freude aus uns herausfließen zu ihren Herzen. Und sehen, wie das Harmonie und Glück in unserem Zusammenleben bringt. Wir denken an Freunde, Bekannte, Verwandte, alle die, die in unserem Leben wichtig sind, denen wir nahestehen,
lassen die Freude aus unserem Herzen fließen zu deren Herzen. Wir erwarten keine Gegengabe, wir verschenken und schenken ihnen die Freude. Wir spüren unsere Zusammengehörigkeit, sie spüren, dass wir ihnen ein Geschenk geben und sind beglückt. Wir denken an die Menschen, denen wir im Alltag begegnen, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, Verkäufer, Menschen in den Büros, auf der Straße, Postboten, Kassierer, wer immer uns in den Sinn kommt, der unseren Alltag bevölkert. Und unser Herz voll Freude fließt über und verschenkt die Freude an all diese Menschen. Und wir sehen ganz deutlich, wie das Harmonie und Glück in ihr Leben bringt. Wir denken an einen schwierigen Menschen in unserem Leben. Jemand, den wir uns über den ärgern oder der sich über uns geärgert hat, den wir ablehnen, der uns ablehnt. Und weil unser Herz voll Freude ist, können wir auch diesem schwierigen Menschen Freude schenken und sehen ganz deutlich, dass jede Schwierigkeit dadurch verschwindet. Unser Zusammensein wird harmonisch und beglückend. Und jetzt lassen wir die Freude aus unserem Herzen fließen, zu den Menschen nah und fern. Erst zu all denen, die hier versammelt sind. Jeder bekommt dieses Geschenk von uns. Und wir fühlen uns selbst beglückt, dass wir Freude verschenken können. Und dann zu den Menschen in der Umgebung hier. Zu all denen, die uns einfallen, in unserer Heimatstadt, die wir kennen oder gesehen haben, von denen wir gehört haben oder von denen wir nur ahnen. Überall, wo wir wissen, dass Menschen sind, lassen wir die Freude aus unserem Herzen fließen zu deren Herzen. Wir sehen, wie ihre Leben dadurch beglückender werden.
harmonischer. Und darüber können wir uns noch mehr freuen. Wir richten die Achtsamkeit wieder auf uns selbst, schauen in unser Herz hinein, füllen es noch einmal mit Freude über alles Gute in unserem Leben, über alles Schöne, was wir erlebt haben oder was andere erlebt haben, von dem wir wissen. Füllen es mit der Freude über den spirituellen Pfad, über die Möglichkeit, Neues zu erleben in uns selbst. Wir freuen uns, dass wir unser Herz verschenken können. Und wir spüren ganz deutlich, wie uns das zur Ruhe, Harmonie und innerem Frieden verhilft. Mögen alle Menschen ihre Herzen mit Freude füllen und Freude verschenken.